Der Prophet sallallahu hat mit den Leuten von Mekka Sulh al-Hudaybiyah abgeschlossen. Sulh al-Hudaybiyah, das war ein Vertrag, Friedensvertrag zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt den Muslimen, und zwischen den Leuten von Mekka. Und in diesem Vertrag stand, wenn ein Muslim aus Medina nach Mekka zurückkehrt und er verlässt den Islam, die Mekkaner dürfen ihn aufnehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam darf mit ihm nichts tun. Aber wenn ein Kafir umgekehrt genau, dann ist das anders. Das heißt, kommt jemand von Mekka nach Medina, da können die Kuffar ihn belangen. Ja. Aber umgekehrt nicht. Im Vertrag, der hat gesagt, schreib, das ist zwischen Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und davor Bismillah Rahman Rahim. Der Mann sagt, Allah kennen wir, aber wer ist der Rahman? Schreib Bismika Allahumma. Und dann sagte Muhammad Rasulullah, der sagte, wenn wir dich als Prophet erkennen, dann hätten wir gegen dich nicht gekämpft. Schreib Muhammad, Sohn von Abdullah. Ali Radhiallahu Anhu wollte das nicht machen, dass er das radiert. Gefühl. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zeig mir, wo das ist. Und dann hat er das selber radiert. Das ist die Sache. Deshalb kamen die Sahaba danach. Die haben gesagt, o Gesandte Allahs, wie können wir das akzeptieren? Der sagt, ich bin der Gesandte Allahs und Allah offenbart mir. Das ist Religion. Gefühl. Wie können wir? Dann haben sie den Vertrag zu Ende gemacht. Und dann kamen einige Leute, die wurden gefesselt vor dem Propheten sallallahu und diesen Muslime. Dann haben sie gesagt, oh Muhammad, das war nach dem Vertrag. Die nehmen wir. Der Prophet sallallahu hat nichts dagegen getan. Jetzt, was sagt unser Gefühl? Ein Muslim wird gefesselt und die Kuffar nehmen ihn mit und der Prophet sieht das und der sagt nicht und der macht nicht. Gefühlmäßig, wie ist das? Und deshalb sagen wir, der Beweis in der Religion ist anders als Emotion. Und da gibt es viele Emotionen oder Gefühle, die falsch sind, die dazu beitragen, dass man auch in der Religion Fehler macht. Und das wollen wir nicht. Wallahu ta'ala ala wa alam.